Ich habe die Peitsche erhalten. Damit bin ich offiziell eine Domina. Yeah. Ja, ich wollte sie eigentlich nicht aufmachen, aber da ich keinen Safe-Stick gemacht habe und das versehentlich draufgeklickt habe. Pech, aber meine Co-Kommentatoren sind wieder dabei. Der eine Mal, das eine Mal wäre hier Pascal oder Black Maze LP. Moinsen. Und das andere wäre Skyme LP oder der andere oder Sebi. Hallo. Manu hat's gerade verkackt. Ja, aber da ich die Peitsche erhalten habe, könnt ihr mir jetzt nichts mehr, denn ich kann euch einfach Domina-mäßig eine runterhauen. Bück dich. Wie Indiana Jones. Gleich kommt die Musik, wenn der, wenn der Feld so runterrollt. Da, 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 da. Die Peitsche. Bück dich. Bück dich. Oh, nee, geh mal, scheiße. Nein, das ist von Waititi Isis. Ach so. Oh, Waititi. Bück dich. Waititi ist so cool. Guck ich lieber Smosh. Maha, jetzt kann der Kerl uns nichts mehr. Wir haben so... Watch, watch. Also, jetzt fehlen mir nur noch die Sklaven und ich kann offiziell als Sklaventreiber auftreten. Die Pinkelpause war gestern. Beste Anfang ever. Die Pinkelpause war gestern. Eigentlich hättest du den Part übernehmen müssen. Du bist doch hier der Ösi. Like a boss. Ja. Was kann ich dafür, dass er aus Österreich kommt? Was kann ich dafür, dass er in unser Land gekommen ist? Ja, ihr wart einfach so anziehend. Wow! Tot! Ziemlich aber gerne. Oh, dude. Das ist der Greifhaken von Phantom Hourglass in Spirit Tracks, die Peitsche. Das erinnert mich an meine Tante. Okay. Tarzan-mäßig. Die Peitsche. Das war's total wert. Oh Mann. Warum ändert sich das? Oh, jo, 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 jo. Hier sind wir schon in Bayern unten. Hitler hat auch immer zu sein. Das erinnert mich an meine Tante, weil die mich immer ausgepeitscht hat damals. Ich nein, link, nein. Du nix. War natürlich ein Scherz. Natürlich. Hitler hat auch immer zu den Handlangern gesagt, gib Gas, gib Gas! Kennt ihr Hitler Fahrschule? Nein. Das ist so geil. Oh. Hab mich auf meine Biegen Tante. Sie rechts ab! Ich bin der Führerschein, ne? Ja, genau. Immer der Politiker. Das heißt nicht der Hitler, das heißt mein Fahrschullehrer! Ja, aber hören wir jetzt mal auf, über bestimmte rechtsextreme Personen zu reden. Okay, Ist das schlecht? Ja, ist sie. Warum muss das sein? Das war gerade so lustig. Beschwenken wir uns auf Linksextreme. Oh mein Gott, das ist schlecht. Hier spricht das Niveau, wir sinken. Hier spricht das Niveau, wir sinken. Ich dachte, das Niveau wäre schon vor ein paar Parts gestorben. Nee, ich war bei Edeka, ich hab Nivea gekauft. Ja, und jetzt ein Part. Schade. Ich habe eine Marone erhalten. Sie hebt das Niveau um 10%. Das Niveau ist immer noch 0. Also immer noch minus 30. Was, sie sortiert gerade meine CDs? Oh, ja, ja. Nein. Ja, ganz Langeweile. Gut, dann ich bin der König des Dschungels. Oh, oh. Ja, ja, ja. Ach, die und Fische kenne ich. Mit den, die hat man mit dem Greifhaken immer rausziehen können in, Phantom Hourglass. Ja, es geht nun bei den normalen Zelda-Spielen einfach so rausziehen. Ja, also Link kann ja nichts greifen außer sein Schwert und sein Schild. Deswegen wird das irgendwie sehr schwer und er braucht immer spezielle Items, um irgendwas zu greifen. Er macht Beispiel auch einen Greifhaken. Er kann ja nicht mal richtig sprechen. So. Also, er kann aber ja sagen. Und er ist so cool, er geht einfach in fremde Häuser rein und klaut ihnen einfach ihr Essen, macht die Truhen auf und zerdeppert ihre Krüge. Ich meinte, die Pulsader auf. Aua. Link Dubstep. Ja, Song of Storm Dubstep fühlt sich geil an. Wow. Was hab ich getan? Manu. Hm? Kennst du Skrillex? Skrillex ist doof.
Na. Und das Ende? Ganz deine Meinung. Der geilste Musikmacher, der es gibt. Es gibt ein paar, die ganz okay sind, aber der Rest von Dubstep interessiert mich meistens nicht. Seht ihr, wie ich voll den Fisch vergewaltige? Ja, seine Zunge. Raus. Rein, raus, rein, raus. So macht man das. Eigentlich sollten wir über das Spiel reden, oder nicht? Das gehört das zum Spiel. Schön. Das Spiel ist schön. Und die Kopfhörer sind scheiße. Ja, meine Kopfhörer sind noch scheiße. Ich krieg ja bald neue. Ja, keine Sorge, ich werde das alles rauschentfernen. Hehe. Dann wird eure Stimme zwar irgendwie scheiße klingen, aber das ist mir egal, solange ich keinen Rausschnabe. Yeah, ich bin so Qualitätshure. Geht ja noch nicht besser bei mir. Ich krieg ja bald ein neues Headset. Ja. Und dann passt das mit dann. Und ich habe eine Drachenschuppe erhalten. Jetzt bin ich offiziell ein Reptilienmensch. Oh, Basti hat einen Zehner hier. Er will mich bezahlen. Medusa! Es müsste mal einen Medusa-Kopf als Item geben, mit dem kann man Gegner versteinern. Es kommt noch der Steam Summer Sale. Das kommt im neuen Zelda-Spiel für Wii U. Echt? Nein. Ja, es kommt ja als Wind Waker HD. Oh, das sieht so geil aus. Das sieht so mit den HD-Texturen so fett aus. Wind Waker HD ist so episch. Wii U muss auch noch irgendwann kommen. Ich hab sie ja noch nicht. Also, komm, du bist tot. Hast du runtergefallen? Hast du Wii U? Ich hab keine Wii U und what the fuck, ich komm hier nicht rüber. Warum nicht? Willst du dir bald eine holen? Will ich mir eine holen? Vielleicht. Ich auch. Mein Bruder kriegt eine zum Geburtstag, also. Aber 3DS wird früher kommen. Ja. Da sehe ich übrigens, seht ihr diesen anderen Ausgang auf der Seite? Ja. Warum ist da einer? Da ist gar keine Tür. Keine Ahnung. Ja. Ergibt Sinn. Ja. Nicht. Hast du denn schon ein 3DS? Natürlich, seit er angefangen wurde zu verkaufen. Oh, du hast das Secret gefunden. Ich hab das Botschafter-Icon. Teil. Er hat schon mal die Speedpass-Funktion benutzt. Was ist das denn? Ach, ja, glaub schon, ja. Was ist denn das? Das ist, wenn man an wem vorbeigeht, der auch ein 3DS hat, der gerade an ist, dann kann man irgendwie sein Mii treffen und alle möglichen coolen Sachen kriegen und bleibt. Achso, ja, das ja. Zum Beispiel bei Nintendox, wenn du den halt mit dem verbunden bist, dann speichert sich das und dann geht er an dir immer vorbei, wenn du spazieren gehst. Und seht mal, wie ich den Dorn vergewaltige. Oh. Oh ja. Aber wer nimmt schon andauernd sein 3DS mit? Ich. Na, das doch mal. Ja. Okay. Ja, ich will mir auch bald einen holen. Welche Spiele hast du so für ein 3DS? Ich habe Zelda. Das war mir und, klar. Und Mario Kart 7. Das war mir auch klar. Und Kingdom Hearts 3D. Und was ist mit Luigi's Mansion? Das habe ich nicht. Willst du das holen? Nein. Okay, bist kein Fan von der Reihe oder was? Nö. Oh. Ich will hier rüber. Was hat mir das gebracht, hier diese Dornen zu vergewaltigen, wenn ich jetzt nichts machen kann hier? Also um ehrlich zu sein, gar nichts. Tod! Mal ganz ehrlich, ne? Ach, okay, da ist ein Schalter. Das war schlecht. Ah, jetzt holt er bestimmt sein Boomerang raus. Ja, Boomerang. voll geglitscht hier. Ich hab gedacht, gesehen? Er lacht über Boomerang. Nein, ihr seht das nur später. Ach so. Ah. Habt ihr das gesehen, wie das voll geglitscht hat gerade? Ja. Ja. Voll so rüber. Oh. Ich spiele lieber seit 3 im Moment. Das tot! Schon wieder! Ui! Immer schön ins Loch. Ach, war ja super. Ah, so, ich kann darüber. Yay! Ja. Und ja. Es wird Zeit, wieder mal unsere Fischkonsum aufzufüllen. Ich kapier Mario auch nicht, der muss doch irgendwas genommen haben. Er muss jedes Mal wieder die blöde Prinzessin retten. Schon seit 1989 oder wie lange das her ist. Das geht Link irgendwie genauso. Ja. Ist auch so. Die müssten sich eigentlich mal zusammenschließen und ihren Feind mal richtig als aufs Maul hauen. Aber der Feind ist doch irgendwie immer ein anderer. Na gut. Ganondorf und ist es der komische Dämonenkönig Maladus oder wie der auch heißt. Und in Link's Awakening musste man zum Windfisch hin. Wow. Raus. Das ist einer der wenigen Zelda-Spiele, die ich durchgespielt habe und ich bin stolz drauf. Ich kann auch Wind Waker. Ich kann auch Windschiff. Ein Fisch machen. Ich angel den Fisch. Habe ich letztens. Und Domina. Wann hast du letztens einen Fisch geangelt? Ja, ich und mein Bruder haben letztens geangelt. Egal. Ja. Wo denn? Egal.
Dachsbau, kennt. So, was ist denn hier? Ach, hier ist gar nichts, genau. Fail. Dachgiebel? Wir wollten eigentlich gar, Und bei mir ist gerade voll Problem mit der Internetverbindung, das ist schlecht. Jetzt nicht mehr. Gut. Basti verspricht die ganze Zeit mit Fäkalwörtern. Fäkalwörtern. Oh. Fäkalwörter. Ja, weiß irgendwer von euch, wo es jetzt weitergeht? Rito. Ich habe eben gerade gelesen, Endgeschoss. Wollte ich gerade sagen, guck mal, du bist fast am Ende. Lol. Kennst du Wilma? Was? Wilma Rammeln. Nö. Oh. So, dann gucken wir mal, was macht denn der Typ da? Ja, ihr konzentriert euch ja überhaupt nicht drauf. Wir gucken. Ja. Ja, wir gucken ganz gespannt. Mann, du hast einen schönen Hintergrund. Ja, danke. Ja, den habe ich schon letztens beim Dings gesehen, beim Tech-Video. Also, Der ist voll hübsch, finde den ich auch. Wie also, findest du Photoshop? Photoshop? Photoshop ist voll cool. Hast du bestimmt auch gekauft, ne? Ja. Das ist auf meinem PC drauf. Ich hab's gecrackt gekauft. Nee, das war Photoscape. Du hast gecrackt gekauft. Achso, okay. Genauso. Ja, wie bei dem Typ letztens. Ja, den wir verarscht haben, so ein bisschen. Ne? Ein bisschen. Ja. Hey? Und ich hab den Weg gefunden, wo es jetzt weitergeht. Und zwar hier bei den vier Türen. Achso, bei dem Boss. Tod. Brot? Oh, da ist wieder so ein. Nein, Brot. Oh, du bist tot. Trotzdem ist Brot cool. Hol dir die Kiste. Ja, Bernd, es das Brot. Es könnte sein, dass wir ein bisschen aufgedreht sind. Wir haben einen halben Liter Energy Drink getrunken. Ach, wirklich? Das merkt man überhaupt nicht. Alles klar. Ja, ich sollte nicht aufnehmen, wenn ich Energy getrunken habe. Das soll ich mir merken. Ich frage mich, ob wir die Schleime auch dominieren können. Was denn? Ob wir die Schleime dominieren können. Oh ja. Also mit dominieren meine ich mit der Peitsche hauen. Kennst du das Easter Egg aus Link's Awakening? Bück dich. Kennst du das Easter Egg aus Link's Awakening? Nein. Schleime mit diesem Wunderpulver rüberkippt. Dann? Und sie dann ganz komische Sachen erzählen? Nö, kenn ich nicht. Also du kippst über die so ein Pulver, was du aus Pilzen bei einer Hexe machst. Oh, das sind doof. Und dann gucken die ganz böse, wenn du sie dann ansprichst, dann sagen sie, komm, gib mir was von deinem Saft, du kannst auch von meinen naschen. oder Safety First, niemals ohne Kondom. Das hat geil. Auch in einem Nintendo-Spiel. Ja. Oder. Aber in der DX-Version ist es nicht mehr. Och, wie schade. Tja, ich hab sogar das Original Gameboy-Spiel. Ich musste auch letztens die Batterie bei meinem Pokémon Goldspiel wechseln. Ich habe einen Gamer in Pikachu Edition. Eigentlich gehört er meiner Schwester, aber ich habe ihn mir gejuxt. Abgezogen. Ja, ich muss jetzt mal kurz hier was vorlesen. Und zwar nur der am weitesten entfernte der drei Ringe bringt Glück. Welche drei Ringe gemeint sind, keine Ahnung. Aber was haltet ihr von dem Tempel? Ich finde ihn scheiße. Ich finde ihn interessant. Ja. Weil er schwierig ist. Ich finde ihn scheiße schwer. Schwierig im Sinne von, man weiß nicht, wo man hingeht. Ja, ich mag es, die Schleime zu dominieren. Wir können es ja jetzt auch so machen, dass wir die Texte vorlesen. Das könntet ihr natürlich machen, aber. Dann haben wir endlich mal was hier. Ja, aber bei euch leckt es ja herum. Ja, gut, aber wir können es lesen. Du musst dann einfach nur weiter drücken. Wir können es lesen. Ein bisschen. Jeder ein Wort. Oh. Das war der Falsche. Das war der Falsche. Immer der politischen Richtung. Ja, immer der politischen, mein Popschutz ist runtergefallen. Egal, lebe ich gleich auch. Yay, ich hab's geschafft. Der politische. Jetzt bin ich so cool. Nintendo? Bei Zelda 1 gibt's eine Map, die sieht aus wie ein Hakenkreuz. Yep. Genau. Jo. Die sieht genauso aus wie ein Hakenkreuz. Aber das ist da in Japan normal, weil irgendwie das Hakenkreuz für irgendwie Wiederbelebung oder so steht. Also das ist da ein ganz tolles religiöses Zeichen bei ganz vielen Tempeln. Boah, der hat das auch nur geklaut, der Kerl. Ja, von den Hindus. Und von dir, der eine will gerade unbedingt was futtern. Boah. Was sie auch? Was denn, eine Bombe oder was? Nö, ich glaube, er will ein bisschen Schwert haben. Schwert mit ein bisschen Schild und einer Fackel dran. Und Mischsalz. Nom nom nom.
Nom. Eine schöne Chest. Ein kleiner Schlüssel. Jetzt bin ich glücklich. Now I'm happy. Kannst du mal aufhören? I'm happy. Und hier war doch sogar mal irgendeiner. Wer denn? Ich meine, damit hier war irgendwann mal eine Tür mit einem kleinen Schlüsselloch. Ah, muss das sagen. Übrigens, wusstet ihr übrigens, dass Link die Türen mit Telepathie auch öffnen kann? Ja. Ja, er braucht eigentlich keinen kleinen Schlüssel, weil seht ihr, wie er irgendwo einen kleinen Schlüssel reinsteckt? Nein, tut ihr nicht. Nö. Er verschwindet nur auf mysteriöse Weise, nachdem Link die Tür geöffnet hat. Ist wirklich so. Das ist die FPS. Das ist die Magie der Magie. Frames per second. Hier ist jetzt das Schild hier vor. Ja. Nein, zunächst, das ist illegal, als GEMA-Rechte drauf. Es ist mir doch egal. Er spackt schon wieder rum hier. Ja, wenn dich dein LP nur der am weitesten entfernte. Ja. Achso, da ist ein Text. Oh, scheiße, zu spät. Ja, ich seht ja, dass ihr das zu spät mitkriegt. Das nächste Mal, wenn ich bei einem Part von dir mitmachen will, hoffentlich ist da das Spacken nicht dabei. Was mit ne? Ja, der hier. Nein. So. Also ich bin ganz. Oh, es ist ein Gegner um. Ja. Bäm, voll die Tür. Also ich bin ganz anders in meinen Let's Plays. Ich bin jetzt so spackig, weil der Typ neben mir sitzt und weil ich bei Manu dabei bin. Und weil du kein Real Life hast. Und weil ich kein ey. OMG, dieser Raum war so schwer, ich bin total bestürzt. Weißt du was, ey Manu? Hm? Kennst du die geile Grafik von dem Spiel RL? RL, du meinst, nein. Das Real Life, das hat keine Bugs, super Grafik und eine richtig geile Story. Ja. Und die Story wird ja von vielen angezweifelt. Und die kann man bis zu 60, 80 Jahre spielen. Ja. Und die FPS sind auch immer gut, keine FPS-Einbrüche. Ja. Aber man muss immer diese Ausrufphasen befolgen. Ja. Man kann nicht durchgehend spielen. Ja. Man kann nicht durchgehend spielen, das ist doof. Es gibt nicht genug Schwerter für alle Fische. Was und stell dir vor, das würde man Let's Play machen. Es gibt nicht genug Schwerter für alle Fische. Ja. Es gibt auch viele Real-Life-Let's Plays. Minecraft. Ja. Minecraft Real-Life. Bauarbeiten. Oh, das sind zwei von diesen Dominierkerlen. Oder Zelda Real-Life. Call of Duty. Ja, ich gefällt es dir, von deiner eigenen Peitsche geowned zu werden. Hahaha. Die stehen auf Peitschen. Ich mag sie. No. Was ist denn das? Denkst du, der Teil? The Wind Waker oder was? Ich glaub, Manu ist tot. Nein, ich bin nicht tot. Du isst nur gerade ein Brot. Was ist denn dein Lieblingsteil von Zelda? Mein Lieblingsteil von Zelda? Frag mich nicht solche schwierigen Sachen, aber ich würde mal sagen, doch Wind Waker und dann halt Minish Cap, weil Minish Cap cool ist. Oh, was ist denn? Okay, dann frage ich dich was leichteres. 1 plus 1? Ist gleich Baum. Weil? Nein, 3. Weil Baum. Das wurde wissenschaftlich erwiesen. Was, dass Baum ist? Nein, dass 1 plus 1 gleich 3 ist. Yeah, ich kann fliegen. Was sagt ihr jetzt? Ein Hilub, schrapp, schrapp. Oh Gott, was habe ich ja noch nie gesehen. Ist das modern? Ja, das ist so ein neues Gimmick, ein nie endender er hört nie auf. Ja, mein Computer stellt sich auch gerade nicht an. Wir gucken und es ist auf jeden Fall total modern und wurde erst vor kurzem in Hyrule erfunden. Es gibt das noch gar nicht und oh, jetzt hört er doch auf. Schade. Hat wohl noch ein paar Bugs. Modern. Hat ja wohl noch ein paar Bugs hier. Ach Quatsch. Meine Mutter ist Iron Man. Was hast du denn noch so vor zu Let's Playen? Willst du auch irgendwann mal keine Zelda-LPs machen? Ja, sonst schau doch mal in meinen Kanal unter kommende Projekte, dann siehst du das. Warte, das mache ich jetzt sogar live. Oh. Live HD und in Farbe. Manu? Aber man sieht dich doch gar nicht. Na und? Manu? Was? Kennst du Halo? Ja, ich kenn Halo. Magst du das?
Ich weiß es nicht, nein. Ich habe nur mal ein bisschen davon gespielt, weil meine Klassenkameraden damit gespielt haben und dann haben wir in den Unterrichtseinheiten immer Halo gespielt. Ja, er kommt auch ganz oft, wenn er da an seinem Computer sitzt, in Skype an. Ey, Mann, guck mal mein neues Video. Nee, geht nicht, ich sitz gerade in der Schule. Okay, ja. Was kommt denn da? Kommende Projekte. Lost Magic? Lost Magic? Kenn ich Spectropes? Kenn ich. Spectropes und Spectropes jenseits der Portale. Kenn ich beide. Ausgeschlossene Projekte. Abgeschlossene. Ausgeschlossen. Zelda Phantom Hourglass, Zelda The Minish Cap. Abgebrochene Projekte, Zelda Ocarina of Time Together. Warum? Weil es nicht funktioniert hat. Over. Und außerdem kann ich das Spiel irgendwie nicht. Ja, ich auch nicht. Boah, du hast schon bald die 600 geknackt, Alter. Ich war da im 401, weißt du noch? Ja, aber ja. Der Livestream war da. Warst du auch schon bei mir dabei. Beim Livestream, Basti. Ja, ich weiß. Da haben wir dann immer Draw My Thing gespielt. Genau, und den Mario Kart Clone. Ja, weil. Natürlich. Und ich passe nicht mehr in Manus Kanalliste rein. Oh. Oh. Aber ich will die Tür öffnen, aber ich habe keinen kleinen Schlüssel. Was soll ich nur tun, Leute? Helf mir. Ein ganz, ganz kleinen. Der ist in deiner Hose. Ja, nur leider kann ich den nicht rausholen, ohne dass ich in diesem Kinderspiel als Triebtäter verhaftet werde. Achso, alles klar. Manu ist sogar bei mir doppelt verlinkt. Einmal in meiner Kanalliste und einmal als Link. Und dann noch in meinem Kanal. Als Link. Link. Versteht ihr? Link. Ist Manu da noch drin? Ja, da. Hier, auf mein Kanalhintergrund ist Manu. Und Tobi. Weil du hässlich bist. Siehst du, ich kann das genau nachmachen. YOLO. YOLO. You only live once. Oh, du bist ja schön. Sind hier welche? Nein. Ich dachte, hier sind zwei Stockwerke mit denen, aber... Ja, ich habe ja Batman geholt. Ich habe ja schon 64 Abonnenten. Und da fällt mir auf, eigentlich müssen wir dann bald mal den Part wieder beenden, weil er irgendwie sehr lang ist. Ach, Quatsch. Wenn man ja, auf jeden Fall plus ist, ne? Auf jeden Fall mache ich das gleich mal hier und dann komme ich aber gleich wieder. Bam.